Mit dem Beginn der neuen Spielzeit startet die Bayerische Staatsoper mit einem 207 Jahre alten Klassiker. Faust von Johann Wolfgang von Goethe wird durch Arisoboitus Mephistophele auf die Opernbühne gebracht. Es gehört eigentlich zur Faustgeschichte von Anfang an dazu, dass jede Zeit sich eigentlich ihren Faust neu erzählt. Also Goethe kannte die Geschichte ja auch schon, seit er Kind war und Faust auf der Theaterbühne gesehen hat, hat dann Faust für seine Zeit adaptiert. Boito wiederum schreibt mit Mephistophele eine Oper für das 19. Jahrhundert, mit den besonderen Schwerpunkten, die das 19. Jahrhundert auf diese Faustgeschichte dann setzen wollte. Und auch wir heute sehen wieder bestimmte Aspekte in der Geschichte neu und anders. Und das ist das Tolle am Fauststoff eigentlich, dass er sich immer wieder neu erzählen lässt, dass wir immer wieder aus diesem reichen Fundus eigentlich an Material schöpfen können. Neu sind auch die deutschen Übersetzungen. Wer dem Italienischen nicht mächtig ist, kann dadurch der Handlung trotzdem folgen. Moderne Videoelemente, Pyrotechnik und kreative Bühnenbilder lockern auf und lassen die Oper neu aufleben. Nicht zuletzt auch durch das Bayerische Staatsorchester, welches bereits zum zweiten Mal als Orchester des Jahres ausgezeichnet wurde. Mit dem neuen Stück feiert das Haus auch gleich zwei Premieren. Regisseur Roland Schwab und Dirigent Omar Meyer-Welber feiern mit Mephistophele ihre Debüts. Doch ist Oper im Jahr 2015 überhaupt noch aktuell? Wie gelingt es das Publikum, sogar mit alten Klassikern wie Faust immer wieder neu zu begeistern? Aktuell ist sogar Boitos Oper noch. Boito legt einen ganz starken Fokus auf die Nacht- und Schattenseiten des Menschen, interessiert sich mehr für Mephistophele als für Faust eigentlich. Faust ist eigentlich eine Marionette, könnte man sagen, in den Fängen von Mephisto. Und diese dunklen Seiten, die den Menschen bestimmen, und dieser sehr zynische, fast nihilistische Charakter von Mephisto als die bestimmende Kraft des Menschen, das ist eigentlich etwas, was die Oper bis heute sehr aktuell macht. Mephistophele. Zu sehen ab 24. Oktober in der Bayerischen Staatsoper in München.